Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Lernen durch Schmerz. Und wie gewünscht habe ich diesmal eine Prinzessin mit dabei. Prinzessin Verdilmes, hallo! Hallo! Die Bärtige. Ja. Nun denn, eure Hoheit, so drücket ihr auf Ready. Ja, na gerne doch. Jetzt geht's mit der Reitgerte auf die Eichel. Klatsch. Ich bin sprachlos. So, dann schauen wir mal. Und ich schneide keine Grimassen in die Kamera. Nein? Nein. So, ich habe übrigens ein zufälliges Deck, wie immer. Ich weiß nicht, ob zufälliges? Ja, ich mache immer zufälliges hier in dem Format. Ich krieg ja gerade irgendwie nur Bullshit. Ja, nicht schön. Kannst einen Mulligan nehmen. Oh Gott. Man muss übrigens dazu sagen, dass Prinzessin Verdemis dieses Spiel gerade erst neu hat, also noch nicht wirklich was freigespielt oder sonstiges. Das heißt, ja, wir werden es erleben. Naja, gucken wir mal. Ich habe jetzt zwar eine scheiß Hand, aber manchmal ist einem das Glück auch einfach nicht hold, ne? Das kennt man ja. Ja, das ist absolut, das ist wahr, das ist richtig. Magic ist viel Taktik und aber manchmal spielt auch das Glück eine entscheidende Rolle. Ja, ja, ja. Vor allem jetzt hier bei den vorgefertigten Decks, ne? Mit eigenen Decks ist es immer wieder was anderes. Ja klar, aber auch da kann dir auch mal, wenn du mal da mal Pech hast und schlecht gemischt ist, kann dir auch da mal ein paar Phasen dir wirklich alles um die Ohren fliegen, ne? Ja, das ist richtig. So, spielst du noch was, oder? Ja, ich will gerade nur, ich lese gerade nur. Okay. Mach das. So, wen hat er da schon? Ah, der verwesende Bolt. Rufe eine Karte aus deiner Hand ab. Der verwiesene Bolt erhält Flugfähigkeiten bis zum Ende der Runde. Grenzwert, solange sieben oder mehr Karten auf dem Friedhof sind. Richtig. Der kriegt da +1/+1. Hast ja doch schon ein bisschen was gespielt. Noch nicht viel, aber immerhin. Du musst übrigens auf Weiter jetzt klicken. Hab ich doch. Ach, ich muss jetzt jede Phase weiter klicken. Jetzt musst du jede Phase einzeln klicken, okay, genau. Okay, okay, okay. Dann haben wir gerade eben so eingeschnellt. Du hast wohl ein blaues Deck, scheint mir. Oh, so ist es, Junge. Was ist das für einer? Sag mir das mal. 2-1 Flying und wenn du einen Zauberspruch oder eine Fähigkeit auf ihn anwendest, ist er kaputt. Dann muss ich ihn opfern. Boah, ist das so? Boah, so ist das. Ist eine Traumwesen. Eine Illusion ist das. Das ist ne Traum. Das ist ne Traum, du. I have a dream. I have a dream. So, das ist ein neues Bild. Das ja, und dann ist, kann ich opfern, kriege ich ein Land. Nee, aber das ist schon für 0 Mana, das ist ja cool. Ja, ist im Prinzip wie ein Land, nur halt nicht direkt ein Land. Und du kannst dann 2 Länder in einer Runde machen. Nein, die Karte zählt nämlich auch als Land. Ach da, ich sehe es gerade, ja, ja, ja. So. Aber, okay. So, warte mal. So, ich werfe meine Karte ab. Wieso das dann? Ich hab einen Flieger, warum willst denn du jetzt auch einen Flieger? Hä? Weil ich jetzt auch einen Flieger hab. Ja und? Bis zum Ende der Runde. Richtig. Was bringt dir das? Nüscht bringt dir das, nüscht! Nicht? Nö, nüscht. Das ist aber schade. Hättest du ja trotzdem angreifen können, entweder block ich oder ich block ja, mit. Ja, jetzt ist ja erst Angriff. Ja, ja, trotzdem. Ob du fliegst oder nicht, Angriff. Ich block dich, ja. Ich mach dich kaputt! Soll ich oder soll ich nicht? Aber weißt du was? Mach doch. Mach ich auch. Machst du mir einen, mach ich dir gleich 2. Das ist fair. Oh, dann ist nicht netto. So ist das einfach. So ist das. Dafür habe ich jetzt Flying gemacht, ja? Ja, richtig. Deswegen sage ich, es hat überhaupt keinen Sinn gerade gemacht. Hat das keinen Sinn gemacht? Du bist eingerostet, junge Frau. Ist das so? So ist das. Weißt du was? Was denn? So, oh. Jetzt tue ich dir weh. Jetzt tut er mir weh. Ich flieg dir durch jetzt die schönen Haare. Jetzt kann ich nicht blocken, jetzt kriege ich sie hier ins Gesicht. Das war ein schlechter Tausch. Was ist das? Ich finde den jetzt gut. Was ist das? Hallo, das ist eine blinde Traumwesen. 2-3 fertig, mehr hat das nicht. Nicht mehr. Nee, und nicht weniger. Ja, jod. Jetzt han ich uns. Ach Mist, ich han mich verlesen. Hast du dich verlesen, Junge? Ideal, nehm mal das so lange. Aber warum zum Henker kenne ich dein Deck nicht?
Weiß ich nicht. Jedes Spiel bringt eine Karte. Achso, den nimmst du wieder. Oh, so. Ah, deswegen hast du den geopfert, richtig. Du Sausack. Guck mal hier, der kann wieder fliegen. Huch, da muss ich wieder eine Kreatur opfern. Das ist aber schade. Was ist denn das für eine Deck? Warum das kenne ich überhaupt nicht. Das heißt, sehe ich das jetzt hier gerade irgendwo? Nee. Weiß es nicht. Das kenne ich überhaupt nicht. So, und hier, der Junge hier, ne, das ist übrigens eine 9-9 Fliegen und Trampelschaden. Ja. Eine kleine Mach Trampler. Du mal. Mach ich mal. Grüß vorbei. So, ach, ich muss nochmal weiterklicken. Entschuldigung. Dauert bei mir alles ein bisschen. Jetzt hättest du mit deinem Vieh angreifen können. Hätte ich. Hätte ich nicht blocken können. Obwohl, du willst ja wahrscheinlich selber blocken. Still. Du kleiner Sausack, du. Du Sausackhund, du. Du Sausack, du. Bitte, was? Ja. Weißt du was? Jetzt küdet. Komm, was soll's. Vor meinem Angriff gönne ich mir das Privileg, dir zwei Karten zu tappen. Boah, das ist aber hier, ne? Ne, ja, Sauverein. Die enttappen übrigens nicht in deiner nächsten Runde. Das ist ja noch ein viel mehr Sauverein. So ist es. Kriegst du ja jetzt schon wieder ins Gesicht. Ja, sicher, aber was du für Brecher da hinlegst, hallo? Hier, Mr. Sacksau. Es tut mir doch leid. Prinzessin, wer dem ist hier. Komm hier, nimm mal den so. Ja, ich wusste doch, ich hanne doch die Wurst. Entschuldigung. Ich hanne die Wurst hier, der Sausack. Was ist denn das wieder? 6-6 fliegend und ziehe eine Karte, lege dann eine 1-1 Marke auf die. Ja, super. Dir fehlt nur das Mana dafür, das ist okay. Du ziehst, also du hast ziemlich scheiße gezogen, also mit den Ich hab Ländern. Scheiße gezogen, ich hatte nämlich nur zwei Länder, ich bin ja auch mit 5 Karten gestartet. Trotzdem rockt das bei dir schon ganz gut. Ja, das ist soweit schon mal ganz okay erstmal. Das kann sich aber schnell ändern, das Blatt. Weil jetzt kommen bei dir auch schon langsam die dicken Kaliber, sehe ich gerade. Aber die dicken Kaliber, das sind alles Illusionen. Ein Zauber drauf oder halt eine Fähigkeit und die sind tot. Das ist gut zu wissen. So, ich habe nur noch 19 Lebenspunkte und bei dir kann alles fliegen. Ich kann nur einen blocken. So. Dann halt, wenn ich jetzt angreife, machst du den kaputt und dann bringt das wieder nichts. Dann hätte das wenig Wert. Ja. Übrigens kannst du auf weiter auch mit Tabulator machen und anhalten mit Space. Ohoho. Ist das so? Das ist so. Ich sehe schwarz hier übrigens für mich. Ja, meine Karten sind ja auch guck mal, vorwiegend schwarz. Guck mal, zeigt die Karten auf seiner Hand offen, vorbestimmt davon toll. Eine Karte, die kein Land ist. Der Spieler wirft diese Karte aus seiner Hand ab. Okay. Habe ich eine große Wahl, hast du mir da gelassen? Ja. Dafür verschwende ich mehr Mana. Egal, der hier, pass auf. Er kann fliegen. Und nee, warte mal, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn aktuell. So, hier. Nee, weiter muss ich noch einmal. So. Das ist gut, ne? Mann, ist das kacke. Aber den muss ich tatsächlich durchlassen. Der will dir an die Klöten. Ja. Ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwas noch gegen ausrichten kann mit dem Deck. Ich bin auch gerade erstaunt. Ich hatte halt das Glück, dass ich direkt den Brecher hier, den ich gerade angreifen lassen habe, direkt drück auf weiter. Die Karte gezogen habe. Ja, Entschuldigung. Ja, also diese beiden hier examinieren zweimal auf der Hand und dann die dicken Brecher. Und das zusammen mit einer... Exhumieren habe ich auch gezogen. Und das mit einer Opferkarte hier mit dem Imp, das ist richtig, richtig cool. Ich dachte gleich, wie das Deck heißt. Aber das habe ich nicht. Ich hab noch nichts freigespielt oder so. Das hatte ich von vornherein. Ja, super hier. Komm, scheiße. Noch ein Blocker raus. Der wird mir aber auch nichts. Ja, der wird mir aber jetzt nichts mehr bringen. Du hast jetzt gerade gewonnen. Das sieht schwer so aus, weil du. Also ich würde sagen, du hast gewonnen. Kann gut sein. Kannst zumindest, also zum eine Runde kannst du, glaube ich, noch überleben. Nö. Nicht? Ich hab eigentlich nicht. Nicht durchgerechnet. Ah ja, so. Den hat er nochmal gehabt. Ich meine, ich kann nichts dagegen ausrichten.
Darf jetzt aber auch nicht, keine Dummheit machen. Wenn ich nämlich jetzt alles durchschicke und du kommst dann durch, dann habe ich ein Problem. Aber ich werde jetzt mal mit der Trampel und das mal so. Ja, genau das ist mein Problem. Der Trampel, Philipp. Ja gut, die eine Runde kann ich noch überleben, aber danach habe ich halt nichts mehr. Das ist korrekt. Yep. Ja, die Runde wird an dich gehen. Ja, manchmal läuft das nicht so, wie man sich das vorstellt. Und manchmal, in meinem Falle, meint man, es läuft nicht und es läuft dann doch. Also es überrascht mich gerade sehr, sehr. Also dein Deck hat mich überrascht, muss ich zugeben. So, jetzt zwei Pornokarten und dann habe ich gewonnen. Genau. Na komm, wie oft haben wir sowas schon erlebt? Also beim richtigen Magic-Spielen, so kurz vor Exitus, dann nochmal zwei Karten gezogen und auf einmal, bam, 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 fliegt dir alles um die Ohren. Ja, natürlich, klar, es ist ja Magic, das geht. Eben. Das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist halt, dass du drei Flyer da liegen hast. Oder zwei und einen potenziellen. So, Was ist das das? kann ich ein. Das ist ein Flieger und sobald ein Gegner 10 oder mehr Karten im Friedhof hat, bekommt er plus 4, plus 4. Ah, okay. Was haben wir da? Und das ist normal auf dem Boden und damit habe ich Also. verloren. Ich kann einen Schaden jetzt abhalten Ja, und. das reicht ja. Der hat Trample, dann kannst du eh nichts mehr machen. Deswegen kommen die noch vorbei. Auf den Besuch. Ja, man muss ja, ne? Kommen Sie? Ah, jetzt muss ich blocken, ne? Oder auch nicht. Komm, da hast du mir auch einen kaputt gemacht. Zwei sogar. War lieb von dir. Blocken! Rums, kaputt geblockt. Wonderful. Ja, schade. Aber ein irgendwo trotzdem interessantes Spiel, muss ich sagen. Und dein Deck interessiert mich sehr. Das gefällt mir. Das Deck ist cool, ne? Ja, auf jeden Finde ich Fall. auch. Vor allem wundert es mich, da du gesagt hast, du hast eigentlich noch nicht wirklich was freigespielt. Und dieses Deck kenne ich noch nicht. Und ich habe beide Kampagnen jetzt schon durchgespielt. Also ich wüsste nicht, was das für ein Deck sein könnte, wo du das herbekommen könntest. Ich guck gleich nach und sag dir, wie das heißt. Könnte vielleicht auch daran liegen, ich habe ja dieses Komplettpaket gekauft, ne? Diese Gold Edition, oder wie die heißt. Also Ja, damit hast du ja schon alle Decks frei. ich habe nicht das ganz teure gekauft, ne? Gibt ja noch Das das, das gibt ja ein Gold ist das teure. Gold, also es hat 15 € statt 9 € gekostet. Ich glaube, das ist das Dicke. Da müsstest du Es eigentlich alle gibt Decks eins, frei es gibt haben. auch noch eins für 30. Ach was. Ach so, ja, da ist dann, glaube ich, nochmal alles in Foil oder Offene so. Rechnung heißt das Deck. Gucke ich gerade mal kurz bei mir durch. Und ich habe definitiv, also ganz viele Decks sind bei mir ausgegraut. Ja, also das Deck hast du tatsächlich nur, weil du das bezahlt hast. Ich habe noch ein Deck, weil ich noch nicht freigespielt habe. Alle anderen besitze ich. Okay, Und ich habe weil. das DLC und das normale halt. Gut, ich habe Also. die meisten Decks bei mir hier. Also es sind die meisten sind noch ausgegraut. Einige habe ich. Aber die meisten sind noch ausgegraut. Sehr interessant, schade, aber gerade das Deck finde ich sehr, sehr cool vom Mechanismus. Du erinnerst dich ja vielleicht noch an mein Real-Life-Opfer-Deck. Es kommt da Genau. ein bisschen in die Richtung, also nur so ein bisschen, aber es ist sehr, sehr cool, es Ja. gefällt mir, es ist Das so meine Konzept ist halt, Spielart. sich selbst Kreaturen in den Friedhof zu hauen, die Ja, teuer genau. sind und die dann für lau quasi zurückzuholen. Ja, hat ein bisschen was von Dredge. Aber, liebe Freunde, das war's für heute. Prinzessin Venjames hat gewonnen, das heißt, morgen holen wir die harten Bandagen raus und knüppeln die Alte aus dem Turm. Macht's gut! Tschüss! Tschüss.